Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute unsere Wickeltische. Das ist die von Mai Junior. Die war bei unserem Kinderwagen dabei. Die hat ein kleines Fach außen und das große Fach, wo alles reinkommt halt. Ja. So, also die Tasche kann man direkt am Kinderwagen dran machen. Das ist super praktisch. Und als erstes würde ich sagen, zeige ich euch das Fach vorne. Da ist auch nicht viel drin. Portemonnaie habe ich da drin. Haustürschlüssel. Eine Tragetasche. So, habe ich auch außen eine auch nochmal dran. Und Kleingeldspender, damit nicht immer alles aus dem Portemonnaie rausfällt. Ja, das war schon das äußere Fach. Und das große Fach. Im großen Fach habe ich Wickelunterlagen, zwei Stück drin. Einmal die hier. Und eine Wegwerfunterlage. Die hier kommt immer unten drunter. Und dann mache ich die Wegwerf oben drauf. Dann brauche ich das nicht jedes Mal waschen, falls da was drauf kommt. Genau. Dann natürlich Spucktücher, da habe ich zwei Stück. Einmal ein großes, das ist das von DM. Und ein kleines, brauche ich fürs Stillen, ist von Ikea, so ein kleines Handtuch. Ja, dann brauche ich noch immer Windeln natürlich. Da habe ich die von Baby Love und da ist noch eine sogar von Pampers bei. Das ist jetzt die Größe 2, ich habe meistens immer drei Stück mit. Wenn er groß genug ist, kommt natürlich ein, zwei Stoffwindeln immer mit in die Tasche. Für die Windeln habe ich dann die Müllbeutel. Die sind eigentlich ganz gut, weil dann riechen die nicht so streng. Das ist mit Geruch. Dann natürlich ein Wechseloutfit. Da habe ich einmal ein Halstuch. Das mache ich meistens nicht um. Ganz normal ein Body. Und jetzt habe ich einfach einen Strampler genommen, dann brauche ich nicht so viel in die Tasche packen, als wie Hose und ein Pullover. So, und eine Nasstasche für die dreckigen Sachen. Da kommen natürlich auch später dann die Stoffwindeln rein. Aber so ist es schon praktisch für die Anziehsachen, die dreckigen. Ja, was immer mit dabei ist, ist das U-Heft. Da steht alles von Jamie drin. Dann brauche ich für mich noch Stillanlagen zum Wechseln und ein Fieberzeptin habe ich mit drin. Dann habe ich die Cocobelt drin. Die, ich bin noch nicht ganz so mit vertraut. Praktisch finde ich sie, aber ich komme noch nicht ganz mit zurecht. Das ist zum Tragen der Babyschale. Weil auf Dauer wird die dann doch sehr schwer, wenn es doch mal ein längerer Weg ist. Für die Tragetaschen, falls ich doch mal mehr eingekauft habe, kann ich es hier am Kinderwagen festmachen und dann hängen alle Taschen dann hier dran. Ja, natürlich für Windeln wechseln brauche ich Feuchttücher. Die nehme ich für unterwegs. Die finde ich praktischer als die Wattepads mit Wasser, weil unterwegs kann man das immer schlecht machen. Die Feuchttücher sind jetzt parfümfrei, sind auch von DM, die Eigenmarke. Ja, und das letzte auch noch aus meiner Tasche ist nochmal Sonnenmilch. Ich habe zwar Sonnenmilch auf dem Wickeltisch, aber für unterwegs, falls ich einfach mal länger unterwegs bin oder mal ausnahmsweise mal vergessen habe, nicht ausnahmsweise, oder es passiert schon mal, dass man spontan rausgeht und dann vergisst, dass ich es auf jeden Fall dabei habe und dann nachholen kann. Ja. Ja, so sieht unsere Wickeltasche aktuell aus. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr noch so mitnehmt für unterwegs, ob ich was gebrauchen kann. Also jetzt so flaschenmäßig brauche ich nichts, weil ich ja voll stille. Das sieht dann demnächst anders aus, wenn es dann nicht mehr so wäre. Dann müssen ja Flaschen und Wasser und alles mit und das Pulver, aber erstmal nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!